Die geben sich ja so viel Mühe, die arbeiten wie die Tiere. Und deshalb lade ich jetzt hier das älteste Urtier von ganz Viva ein, nämlich Mola. Nein, 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 ich bin nicht das älteste Urtier, das ist der Phil. Wie, du bist nicht das älteste? Stehen lass dich mal grüßen, ja. So, nee, Phil ist noch 6 Jahre älter als ich. Aber du bist doch hier schon seit Anfang an dabei, oder nicht? Ja, aber nicht der älteste. Nicht der älteste? Nein. Aber den Sender hast du doch ziemlich stark Ich habe den mit aufgebaut, der gehört eigentlich mir, nicht dem Dieter. Und was sagst du jetzt mit dem Aktiengang, also Börsengang hier von Viva? Ja, es ist ich freue mich sicherlich auf alle Fälle. Es ist natürlich auch eine sinnige Geschichte, die der Dieter da macht, weil klar, wir expandieren jetzt in andere Länder und dafür braucht man Geld und dafür geht man in die Börse, um eine Kapitalmehrung zu kriegen. Natürlich. Angestrebt sind zwischen 50 und 250 Millionen. Wir hoffen, dass wir ganz viele Millionen kriegen und dass wir die alle kriegen. Das sind ja Summen. Unglaublich. Ja, das hätte ich auch gerne. Um andere Sender in anderen Ländern aufzubauen, braucht man schon eine ganze Menge Geld. Ja, natürlich. Mhm. Und wie war das eigentlich, als du jetzt das erste Mal hier warst? Ich kann mir jetzt gar nichts darunter vorstellen. Ich meine, das allererste Mal, das war ja damals auch in Ossendorf und das war irgendwie alles so ein bisschen familiärer, lustiger. Also nicht lustiger unbedingt, aber es war alles noch so ein bisschen provisorischer. Wir sind ja mittlerweile ein richtig mittelständiges Unternehmen. Früher waren wir eher so eine Bretterbude. Da war alles dann nicht so richtig ausgebaut. Mhm. Und es war halt provisorisch lustig und wir haben alle an einem Strang gezogen. Und das war halt wie irgendwie so ein bisschen, hatte ein bisschen so diesen Anfänger-Flair. Schön. Mhm. Und ich habe mich informiert, dass du vorher nämlich bei der West Side Story warst. Und da hast du bestimmt auch gesungen und getanzt. Gesungen, getanzt, das war der Tagesordnungspunkt Nummer 1. Mhm. Also sportlich bist du überhaupt, schätze ich mal? Ja, ich habe mein ganzes Leben, also in der Jugend, eigentlich sehr viel Sport gemacht. Von Eishockey bis, ich habe Eishockey gespielt, ich habe geturnt, Leichtathletik, bin geschwommen. Football habe ich gespielt, dann Basketball. Mhm. Dann kam das Tanzen, Snowboarden, Wasserskifahren. Und. Oh mein Gott, also dann hast du ja wirklich so viel um die Ohren. Aber wie kriegst du das eigentlich alles unter einem Hut? Ich meine, deine Freunde wollen ja auch was von dir haben. Also man muss sich einfach Zeit nehmen und Freunde sind für mich das Allerwichtigste in meinem Leben. Und meine Freunde sind auch recht flexibel und sind teilweise auch in flexiblen Berufen unterwegs. Die DJs sind Veranstalter, da kann man sich auch mal später abends treffen und dann die Nacht reinquatschen und ein bisschen Fernsehen gucken. Das geht schon, da schläft man 2-3 Stunden weniger, hat dafür seinen besten Kumpel gesehen, das für mich sehr wichtig ist. Ansonsten habe ich einen normalen Arbeitstag wie jeder andere. Ich habe auch frei, wie jeder andere auch. Mhm. Teilweise sehr viel frei, teilweise sehr wenig frei, weil es immer so im Blöcken geballt kommt. Und wenn ich dann so frei habe, dann kümmere ich mich da gut um meine Freunde. Das ist okay. Hast du denn auch viel Zeit für deine Fans jetzt oder kommt das dann mehr so in den Hintergrund, dass du halt wirklich... Nein, um Gottes Willen. Also ich meine, man muss ja immer die Kirche im Dorf lassen und schon realisieren, warum man dann hier auf der roten Couch sitzen darf. Es liegt daran, dass ein paar Leute da draußen einen gut finden. Ja. Und man muss sich schon Zeit dafür nehmen. Aber im Großen und Ganzen trifft man ja auch nicht so häufig auf welche. Also das heißt, in meinem ganz normalen Umfeld, wenn ich zu Hause bin und wenn ich bei meiner Mutti bin oder bei meinen Freunden, treffe ich ja nicht. Wenn ich dann mal irgendwo draußen auf der Straße bin und dann jemanden treffe, der nun wirklich sehr musikinteressiert ist, dann unterhalte ich mich gerne mit den Leuten, weil es auch sehr wichtig ist für mich. Okay. Und was würdest du deinen Fans jetzt zum Abschluss noch mit auf den Weg geben? Also meinen Fans, weiß ich, was man denen sagen kann, danke. Und den Leuten, die sich jetzt interessieren für Musik und für Moderation, also die sollen dran glauben, dran ziehen und immer versuchen, seine Träume zu verwirklichen. Das ist das Wichtigste. Danke, da muss ich mich ja auch bedanken. Okay. Mona, es war sehr toll, dass du hier warst. Hat mich gefreut. Also eine große Ehre. Oh, danke schön. Okay, also wir sehen dann jetzt einen tollen Clip. Ich weiß nicht welchen, aber bestimmt einen tollen. Ja, ciao. Tschüss.